Hallöchen, meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal hier wieder zurück zum LS19 Live-Projekt zusammen mit meinen großgeschätzten Kollegen Ansgar von MTV. Mahlzeit! So, liebe Leute, in der letzten Folge haben wir, die letzte Folge war eigentlich nicht so richtig, muss ich sagen, aber wir haben in der letzten Folge ein bisschen Forst-Equipment gekauft und das können wir dieses Mal auch vernünftig nutzen, denn ich hatte ja in der letzten Folge den Bug, dass ich hier die Kettensäge nicht richtig bewegen konnte. Ich dachte, es sei ein Bug, es war eine Doppelbelegung, das muss ich mit irgendeinem Update verschoben haben, ohne mein Wissen. Aber gut, jetzt ist es wieder richtig und jetzt kann ich auch hier vernünftig Bäume fällen und das werden wir jetzt auch machen. Und es könnte sein, dass in dieser Folge etwas Schlimmes passiert, wobei ich jetzt einfach mal sagen würde, wo nichts ist, da kann man auch nichts holen, ne? Aber wir sagen mal noch nicht, was da passieren könnte. Mein Müll. So, warte mal, dann passt das hier erstmal. Aber es war ein kleiner Schock, als ich das gerade erfahren habe. Jetzt verstehe ich auch langsam so den ein oder anderen Kommentar, der in Richtung Krieg ging. Das könnte lustig werden. Ja. Wir glauben nämlich einen, das ist ein bisschen wie bei Lieferando, aber mit einer Bestellung, die man nicht bestellt hat. Eier! Und wir glauben zu wissen, wer der Besteller ist. So. Ja. Also heute ist wieder ein Tag der Vergleiche. Also heute wieder absoluter Tag der Vergleiche. Wo zur Hölle ist denn nachher an diesen Fruit-Type-Mantel drauf? Mal drehen bitte. Irgendwie so. Hat er das? Hat er das nicht? Warte mal. Info-Menü. K und M, Y und N. Hä? Ja, nee. Ich habe ja Maus. Das habe ich. Das habe ich. So, ja, die fahren macht hier alle wie die Bekloppten durch. Wir übernehmen keinerlei Haftung. Wenn hier irgendwas für passiert. Für etwaige Schäden. Ach, hier hat ja sogar unser Verkehrsschild umgefahren. Ich glaub's ja nicht. Die dumme Mann. Sau, die Elende. Die dumme Sau. Nee, das macht mich, also das finde ich jetzt wirklich nicht gut. Und L.U. Manuel ist Augenzeuge, der steht hier die ganze Zeit rum und der will helfen. Ich meine, oder sieht auf jeden Fall so aus, als ob der nichts zu tun hätte. Ich meine, wir würden die auch alle gerne einstellen, aber das ist uns schlichtweg zu teuer. Ah, jetzt fällt er natürlich um, klar. Das war's wieder komplett. So, jetzt steht das nämlich hier auch, jetzt hammert hier soweit. Jetzt musst du noch hier irgendwie rauskommen. Hast du's? Was? Den Baumstamm da angehängt. Hier gibt's nichts mit Anhängen. Ja, oder umklemmt, sozusagen. Nee, ich muss ja noch. Ja, dann muss ich. Sag mir mal gleich Bescheid, dann mache ich hier wieder frei. Weil über die Straße kommt man jetzt nicht mehr. War der Grund für die Absperrmaßnahmen. Na, ist richtig, ne? Kannst du erstmal hier Laub entfernen und den ganzen anderen Scheiß? Das passt. Ja, mach ich. Passt, ja. Das aber die Synchro ist ja wirklich. Also. Heute. Beste Idee. Ja, heute ist wirklich super. Was die Synchro angeht, immer. Also. Huiuiui. Da sägst du den Baumstamm ab. 2 Sekunden später fällt er dann auch ab. Ah ja. Aber nicht, weil du so schlecht gesägt hast. Die Probleme habe ich nicht. Ah ja, okay. Bei mir ein bisschen, naja. Kritisch, sag ich mal so. Ich glaube, es ist auch wirklich nicht so gut, was wir gerade auf dem Server hier veranstalten. Ach, das ist ein Baum, da darf nichts passieren. Oder 2 Bäume in dem Baum. Ja, aber wir haben da hinten, glaube ich, auch noch so einen Haufen, ne? Und ich weiß auch nicht, was die anderen da in der Zeit machen. Die Haufen sind weg. Ah, okay. Na gut, dann. Also, ich habe hier 30 Millisekunden Kontaktping, das passt. Ja, ich auch. Ja, also von da. So. Mal jetzt ein bisschen mit Bedacht machen, weil die sind echt verzweigt. Also das ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so Nadelholz, wo man einfach einmal lang geht und dann ist das weg. Das sind die blöden Baumstämme. Es ist halt auch eher Zierde, ne? Als zum Fällen gedacht, aber der offizielle Grund ist, wir brauchen eine größere Einfahrt. Der inoffizielle Grund ist, wir brauchen Geld. Da möchte ich kein Geheimnis draus machen. So. Ich würde gerne erzählen, was heute passieren wird vielleicht, aber ich muss mich da wirklich, es soll eine Überraschung sein, glaube ich, und die wird den Leuten da auch gelingen. Vor allen Dingen frage ich mich, was der eigentlich will, der da kommt, aber naja.
Da bin ich sowieso sehr, sehr gespannt, ja? Weil kann nichts anderes werden. Ich meine, wenn uns zu dumm kommen, gibt es erstmal A, Hausverbot. Ja. Das ist so das Erste. Das hat er gerade schon vor der Aufnahme angekündigt, als wir es gerade erfahren haben. Also, wir hätten es, glaube ich, auch nicht erfahren, wenn wir gerade nicht nochmal neu connected wären. Sonst wären wir da eiskalt überrascht worden. Jetzt können wir da ein bisschen entspannter dran gehen. Ja. Ich meine, wir haben ja Zeit im Moment. Das ist absolut richtig. So. Aber es wird heller, oder? Habe ich nur das Gefühl. Ja, naja, wir steigen so auf 16 Uhr Basis. Die Sonne geht unter. Die erscheinen so. Dann doch zwischen den ganzen Wolken, sieht wie Nebel oder wie Dunst. Sehr idyllisch. Richtung hier Burg. Ist ja ein Dunst. Ist nicht schön. So. Gucken wir mal, ob man das hier irgendwie... Ich habe mir heute fast die Finger abgefroren. Es war so kalt draußen. Ja, bei uns auch. Minus 2 Grad. Ne? Ja, ich glaube, kurzzeitig hat es auch geschneit. Und da habe ich mir heute noch ein Wasser gekauft. Wenn ich eins, glaube ich, nicht mehr machen werde, dann ein Wasser kaufen bei Rewe to go oder so. Da habe ich über 2 Euro für nicht mal einen Liter Wasser bezahlt. Die Kacks. Abgezogen. Oh. Abgezockt. Hast du das Fidschi gekauft oder was? Ja, Fidschi, nee, Fidschi oder wie leider das nicht. Ist. Also ich meine, es sind auch noch 25 Cent Pfand dabei. Aber 0,75 Liter Geroldsteiner. Ah ja. War's dann wieder komplett für den Geldbeutel, würde ich sagen. Ja. Ja, da sind die Dezember-Einnahmen weg. Das ist absolut korrekt. Ich wollte es nicht so direkt sagen, aber ich hab's auch gedacht. So, sie kommen vorbei, super. Dann mache ich wieder zu hier. Nicht, dass wir hier noch eine... Man muss hier aufpassen. Man kriegt hier schneller Anzeigen, als man gucken kann, glaube ich. Bei den Holzhusen Incorporated Verein auf jeden Fall, ja. Der Manuel, der tut mich richtig leid. Der steht hier die ganze Zeit am Rand und guckt zu. Der guckt einfach nur zu. Ja, kann ich auch nichts machen. Ja, das LU nicht korrupt, dann... Könnte man es ja auch beauftragen, aber... Wir haben Sorge. Wir haben massive Sorge dafür. Also, das wird uns schnell mal ein bisschen mehr als gedacht. Deswegen, haben wir eigentlich unsere Rechnung... Nee, haben wir nicht. Ach, klar haben wir die beglichen. Klar, die haben wir in der letzten Season beglichen. Die haben wir in der letzten Season beglichen, natürlich. So, dann wird mal der nächste dann umgeworfen. Dann haben wir ja auch das freundliche Angebot der Bürgermeisterin. Dass ja die nächste Rechnung auf sie geht. Mhm. Grund dafür kenne ich oder verstehe ich zwar bis jetzt nicht, aber es soll mir ja auch egal sein. Wieso? Naja, weil wir nehmen es ja eh nicht in Anspruch. Also kann es uns ja in dem Falle eh egal sein. Ja, vielleicht nehmen wir es mal in Anspruch. Vielleicht. Also ich habe da eine Sache, wo ich mir denke, wenn die auch noch die Maschinen stellen würden, dann könnte das eine ganz leckere Sache sein, die uns beiden schmecken würde. Ah ja. Aber ich brauch den Deutz. Ich muss die hier immer umfahren, weil die nicht von selbst fallen. Ah, BG Werner. Der ist er da vorne. Der macht schon den Abzug. Ich glaube, was macht er da hinten? Ach, der macht eine Wiese. Die haben da eine Wiese. Von wem ist die? Von denen selber? Nee. Doch. Von der Bürgermeisterin. Ach so, ja, stimmt. Die haben einen Auftrag bekommen für eine Wiese. Das stimmt. Das ist ja interessant. Ja gut, haben wir ja auch für Saferfeld. Das Problem ist halt, die Bürgermeisterin ist nicht da. Ja. Sonst könnten wir das... Gut, jetzt können wir es eh nicht machen im jetzigen aber Regenverfahren. Wir sollten ihren Hafer machen. Und was kriegen wir dafür nochmal? Ein Bille Hafer davon. Okay. Wir müssen düngen hier, beziehungsweise spritzen. Hier wuchert schon das Unkraut. In unserem eigenen Interesse, ja, auf dem Feld der Bürgermeisterin. Können wir aber aktuell nicht machen. Weil wir keinen Zugriff darauf haben. Ja, müssen wir mal mit dem Bürgermeister reden. Der kommt ja gleich sowieso vorbei, wenn der Keck dann mal da durch ist. So. Ah, Leute, ich habe schon ein bisschen vergessen. Also ich muss sagen, ich bin ja auch ehrlich gesagt ziemlich raus, weil ich jetzt mehr als eine Woche so überhaupt gar nichts für YouTube gemacht habe. Und auch die Folgen alle vorher fertig gemacht habe und so. Deswegen habe ich gar nicht mehr so ganz genau in Erinnerung, was wir, also die
Kerndinge natürlich, aber so die etwas spezielleren Absprachen, die habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Aber bin ich froh, dass ich den Randy hier am Start habe. Ja, das nehme ich als Kompliment. Das ist es auch. Ja, so, ein bisschen weg hier mit dem Zeug. Ich wollte gerade sagen, es hat aufgehört mit Regnen, aber nee, das waren nur die Blätter, die es abgehalten haben. Ja. Es ist ein Trauerspiel. Es ist ein einziges Trauerspiel, aber spritzen können wir ja, glaube ich. Ja. Wow. Ich säg zweimal diesen Baumstamm, dann kommst du einmal und dann ist er weg. Macht mich psychisch fertig hier, was das Spiel mit mir macht. So. Weil Hans gerade hier auf dem Forstprojekt, da könnt ihr euch überzeugen, dass er jetzt nicht so ist, wie er jetzt gerade ist hier drin. Das ist halt wirklich, das liegt wirklich irgendwie an der Performance momentan. Aber war ja schon immer so LS und 16 Spieler kritisch. Kritisch, ja. Und wir haben jetzt auch noch mal ein paar Script-Mods drauf gemacht. Ich meine, das ist alles nicht die Welt, aber man muss halt, also ich habe es jetzt bei unserem Community-Server auch schon gesehen, da wird auch sehr drauf geachtet, dass bloß nicht zu viele Mods drauf sind, weil alles irgendwie die Performance beeinträchtigt. Ja, ja. Also das ist schon wirklich krass. So. Ah. Ist er weg. Vielleicht mache ich schon mal den nächsten Baum. Ich glaube, das ist eine etwas bessere Idee. Oh ja, dann kannst du anfangen, den doch, Digga. Den großen... Was hast du mit dem großen Stamm jetzt gemacht? Die sind... Ist alles in den Trailer drin. Du hast den komplett da reinheben können? Nee. Natürlich ein bisschen angepasst. Aber nee, lass uns doch die großen direkt zum Forstings ziehen. Da kriegen wir viel mehr Geld für, wenn die so groß sind, oder? Weißt du, wie weit weg die nächste Station hier ist? Die kannst du mit dem Ding, was wir hier haben, kannst du vergessen. Ah, das ist ja da oben. Ah, das ist so richtig blöd platziert, das Sägewerk. Da muss man immer erstmal diese Serpentinen da. Genau, da muss erstmal die. Hui? Da muss erstmal über die Serpentinen da hochfahren. Ich glaube, das scheint eine längere Session da zu sein. Kann das sein? Wahrscheinlich, ja, beidseits muss ich ja irgendwas überlegen. Ne? Nachdem nun auch der. Was soll man sagen, der letzte nicht ganz so Blitzmerker gemerkt hat, okay, für uns arbeitet ein externes Unternehmen. Da wurde ja teuflisch auf die Tränendrüse gedrückt, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerin. Selbst das LU hat sich den Spruch nicht verkneifen können, wir denken uns da was aus. Deswegen sind wir auch ein bisschen skeptisch, was das LU angeht. Also ja, es gibt da sicherlich sehr gute Mitarbeiter, aber es gibt auch eine gewisse Sympathie. Oder eine gewisse Stoßrichtung da. Ich muss mal bei dem Kollegen Werner nachfragen, ob der schon Besuch bekommen hat. Ich bin mal kurz drüben. Jo. Wie gesagt, der Plan ist ja Feld Numero... Mahlzeit. Ja, Mahlzeit. Mahlzeit. Ich hoffe, ich störe gerade nicht. Nö, ich bin gerade schön am Striegeln. Ah, und wo ist der Herr Kollege? Der hat einen Termin gerade beim Bürgermeister. Ah, ich wollte nämlich fragen, ob Sie schon Besuch bekommen haben. Oh, von wem denn? Ja, es hat sich Unheil angekündigt. Ich möchte hier noch nichts vorwegnehmen. Okay. Aber wenn Unheil gekommen ist, dann sagen Sie mir mal Bescheid und sagen mir mal, ob, beziehungsweise was Sie gemacht haben. Gerade ist ein Termin beim Kollegen Bizeps. Ah, was sage ich, Kollege? Beim 31er Bizeps? Ja. Also nicht Umfang, sondern 31er Verräter. Ja. Und ich weiß nicht genau, was da rauskommt, aber du hast vielleicht die Karawane gesehen, die hier über die... Wir haben uns gefragt, wer Herr Schreiber ist. Der ist hier mit dem Bürgermeister vorbeigefahren. Ja, ja. Ja, hast du auch gesehen. Ja. Und da haben wir uns gefragt, wer ist das? Und jetzt haben wir es eben erfahren. Wie gesagt, ich möchte es noch nicht vorwegnehmen, aber es ist ein großer Überraschungsmoment. Zwar erstens nicht abgesprochen, aber zweitens, also das ist jetzt auch kein Vorwurf oder sowas, das ist ja lustig, aber zweitens frage ich mich wirklich, was da für eine Aktion kommt. Ich glaube, das ist eine versteckte Racheaktion, aber ach, oh je, ich sehe, hier ist gerade der Konvoi angekommen. Ich muss, glaube ich, mal los. Moment, ist das irgendwie ein Steuerprüfer oder so, weil ich auch irgendwas gehört habe? Exakt. Ich will mal rüber. Oh, ich ahne Böses. Wir haben da fast eine Tonne hinten drauf, das hilft uns ja nicht. Mahlzeit. Mahlzeit.
Wir haben hier Besuch irgendwie, kann es sein? Ja, ja, die gaffen wir erstmal blöde. Man okay, ja dann sollen sie erstmal gaffen. Ich hab, der Kollege Boxer hat auch schon was von dem Steuerprüfer gehört. Ich wollte es nicht so raus, aber der jetzt hat das selbst gesagt. Aber das können wir jetzt sagen, der Herr Schreiber ist offensichtlich ein selbsternannter Steuerprüfer. Was oder wer ihn dazu berechtigt, hier irgendwelche Steuern zu prüfen und vor allen Dingen nach welchem System wir hier Abgaben leisten, das ist nicht so ganz das Aktenzeichen XY ungeklärt, aber warten wir mal ab. Da sind ja die Öffentlich-Rechtlichen da. Schönen guten Tag. Mahlzeit. Schönen guten Tag. Mal und Ballerzeit. Hätten Sie kurz Zeit? Naja, tatsächlich nur ganz kurz, weil wir am Ende der Folge angekommen sind fast. Ja, stimmt. Naja, Sie können ja schon mal anziehen. Also, genau. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin der Herr Schreiber von der Steuerfahndung. Und zwar geht es um folgenden Sachverhalt. Wir führen gerade in Zusammenarbeit mit dem Zoll und der Bundespolizei Ermittlungen in Bezug auf Schwarzarbeit in Deutschland. Und unter anderem soll auch Ihr Felsbrunn davon betroffen sein. Aha. Wir haben da schon mit einigen Tätern, möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber mit einigen Mitwirkenden bei dieser Arbeit gesprochen und wir haben herausgefunden, dass es hier besonders um die Pferdewirtschaft geht. Ah ja. Das habe ich natürlich festgestellt und mit Absprache von meinem Bürgermeister sind Sie ja sind Sie der größte Pferdehof hier in Felsbrunn. Das ist korrekt. Und da würde ich jetzt gerne mal nachfragen, inwiefern Sie jetzt aktuell Ihre Steuern zahlen, ob Sie schon die digitale Steuer-Zusammenfassung nutzen oder inwiefern Sie da noch mit Papier arbeiten, das würde mich sehr interessieren. Okay, das würde ich sagen, erklären wir Ihnen dann in der nächsten Folge, weil das, glaube ich, ein bisschen ausufernder ist. Und eine Frage habe ich noch. Ja. Sie kommen nicht von sich aus, sondern Sie kommen aufgrund eines Tipps, nehme ich an. Ich komme aufgrund von Ermittlungen der Bundespolizei. Also von denen wurde ich hier angestellt nach Felsbrunn, ich soll hier mal nachhaken. Ah ja. Ich merk schon, da hat jemand seine Hausaufgaben nicht gemacht. Bundespolizei und Steuern. Interessanter Fakt, aber ja gut, da können wir uns gerne morgen tun. Genau, da machen wir in der nächsten Folge weiter mit. Bin ich gespannt, was da kommt. Aber nehmen Sie sich noch ein Käffchen. Oder am besten den Kakao. Oder am besten Kakao. Wir werden dann später. Fluchte Scheiße, ja. Verfügbar sein. Jetzt wären wir erstmal noch zu Ende, dass die Folge dann eben vorbei ist. Und dann werden wir uns dieses Sachverhalts in der nächsten Folge annehmen. Mich dünkt, das wird spannend. Ja, klapp, Junge! Wäre eine Mistgabel dreimal besser gewesen wie diese Scheiße, die ich mir wieder aufschwatzen lassen habe. Gott verfluchte Scheiße, Alter. Ja, sagst du, das sieht sehr interessant aus, was du da machst. Ja, ja, Alter, und ich hab schon ein Gewicht. Ich hab schon ein Gewicht hinten dran. Was haben wir denn hier für ein Gewicht, Alter? Was hat denn das? Das ist super 1,6. Mal gucken, ob da 600 Kilo mehr helfen. So ein Blödsinn hier jedes Mal. Nein, die Problematik ist, dass dieses Gerät, was sie vorne dran haben, sehr schwer ist. Ja, und der Fan ist jetzt eigentlich auch nicht ideal dazu, ich weiß, aber es muss ja trotzdem theoretisch gehen. Vor allen Dingen, das soll einfach nur daneben. Achso. Achso, an Herrn Bürgermeister. Ja. Das, was wir hier machen gerade, ist alles genehmigt worden von der Bürgermeisterin, ne? Also die Straßenabsperrung und so. Und ja, wir sagen. Da hatte ich ein Post-it am Rechner. Ah, super. Und eine Sache wäre mir auch noch wichtig. Das LU fährt hier wie die Sau rum. Schon zwei Verkehrsschilder sind diesem Fahrstil zum Opfer gefallen. Oh, ich sehe es gerade. Und hier parken auch noch Leute auf der Kreuzung. Naja, wie auch immer. Eine Sache wäre mir nur wichtig. Wir übernehmen keine Schäden, keine Haftung für Schäden an irgendwelchen Fahrzeugen, die hier trotz Absperrung durchfahren. Denn ich kann mir vorstellen, da gibt es dann irgendwann wieder so unverschämte Anzeigen von... Das Problem ist, dass sie natürlich jetzt auch Schilder aufgestellt haben, Durchfahrt verboten, Anlieger frei. Das ist natürlich jetzt auch schwierig. Mhm. Ja, wir sind die Anlieger hier. Wir haben in dieser Sache jetzt ein Anliegen, natürlich, aber die Bewohner bzw. Bewirtschafter der Felder natürlich auch. Dann sollten wir das vielleicht austauschen. Zumindest mal eben, was weiß ich, die Anleger frei, zack, abhängen. Ich mach das mal schnell, wo ist denn das? Hier vorne links. Divers.
Hier direkt, ja, das ist ja sowieso schon umgekippt. Genau, wenn Sie jetzt frei einfach nur abschrauben, einfach Durchfahrt verboten, dann sollte das kein Problem sein. Zur Not nehme ich mir gerne die Leute nochmal zur Brust. So. Ja, passt, danke. So, drinnen, mein. Ah, ich sehe gerade, die örtliche Baustellenfirma, die hat nur drei Typen von Durchfahrtverboten-Schildern im Angebot aktuell. Und zwar Baustellenfahrzeuge frei, Anlieger bis Baustelle frei oder Anlieger frei. Und mit diesen Worten verlassen wir die heutige Folge auch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Welches Schild ist euer Favorit? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder mit der jetzt schon nicht erwünschten Person vom Finanzamt. Bis morgen. Übermorgen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, genau. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.